Und damit willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars die Skywalker Saga mit mir, dem Philipp Drachenberg. Jetzt schauen wir mal, ob wir mit dem Knilch hier sprechen können, weil in der letzten Folge hatte keinen Bock auf uns gehabt. Ja, jetzt probieren wir es einfach und danach gehen wir zum Fest der Ahnen. Ja, genau, wir müssen ja den Sith-Wegfinder finden, deswegen sind wir ja auch hier gekommen und da ist ja das Aki-Aki-Fest. Wie der C3PO gesagt hat. An alle Besucher dieses magischen Ortes, willkommen. Dieses Fest ist euer Fest. Die Aki-Aki sind ein stolzes Volk, dem Familie, Liebe und Respekt wichtiger sind als alles andere. Ja. Ein Becher Wasser kostet 20 Credits. Viel Spaß. Ja, okay, also das, was ihr gerade gehört habt im Hintergrund, vielleicht war meine Stuhllehne. Ist es jetzt immer noch so laut wie in der letzten Folge, ja, oder? Ich wollte von hier oben die Aussicht über das ganze Fest genießen. Aber dann habe ich gesehen, dass ein Schmuggler einen Kyberstein auf diesem Turm versteckt hat. Seht ihr ihn? Ihr könnt euch das Ding nur holen, wenn ihr wie ein Drachen gleiten könnt. Oder ein Drachen seid. Moment. Drachen sind Lebewesen, richtig? Das können wir aber nicht, da haben wir keinen. Also den Sturz hätte ich jetzt in realistisch nicht überlebt. Ich weiß nicht, was du gerade gemacht hast. Bist du Jesus oder so? Und wieso kriege ich da kein Geld raus? Ah, das wiederum geht aber kaputt. Ja. Ja, unsere Aufgabe ist hier jetzt praktisch, uns hier umzuhören. Ja, mit wem wollen wir denn sprechen? Wir sprechen mal mit... So, sorry, aber ich brauche das Geld. Auch wenn ich jetzt schon eine halbe Million gesammelt habe. Stimmt, das hätte ich vorhin machen können, mal... Schau, wie ich Geld hier, wie viel Geld ich heute schon gesammelt habe. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gestern gefallen. Schaut da auch gerne mal vorbei. Also entweder ist der Handy Vorstellungsvideo oder einfach ganz normal, wie immer, Let's Play. Ne, kein Let's Play, Lego Vorstellung oder was auch immer ich mir da immer dienstags ausdenke. Irgendwas Cooles halt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Sprechen wir mal mit dieser... Vielleicht... Ja, wobei, ne, zwielichtig ist sie noch nicht so ganz. Aber, ja. Schön mal nur Drachen im Himmel zu sehen und keine Schiffe der ersten Ordnung, die mich und meine Familie verschleppen wollen. Dieses Fest ist echt eine schöne Ablenkung von ihrer galaxisweiten Tyrannei, ja? Von mir aus. Okay, mit dir müssen wir jetzt nicht mehr sprechen, weil du warst nur Info... Mand oder so. Sprechen wir mal mit dir hier. Hallo, komm jetzt. Wo ist er jetzt? Wir wollten mit dir sprechen. Das ist das letzte das letzte Fest fand vor 42 Jahren statt. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Was war das für ein Aufregen für uns? Jetzt sehe ich diese selbe Freude in den Augen einer neuen Generation. Diese Zukunft gehört Ihnen. Doch bei diesem Fest feiern wir ebenso die Gegenwart und Vergangenheit. Wir blicken nach vorn, aber vergessen auch nie, was früher war. Okay, ich hoffe, ich hat es sehr gut gefallen, wie ich den Knilchi hier erweckt habe, praktisch, weil er hat ja zwar selber gesprochen, aber kein Deutsch, beziehungsweise in Star Wars heißt er diese Landessprache, Übersetzungssprache, also praktisch die Sprache, in der ihr Star Wars anschaut, nennt man Basic. Komm wieder zur Sinne, du Hohlknopfel. Hallo. Kann ich jetzt mit dir sprechen, ohne dass du... Ohne dass du blöd machst? Okay, ja, er spinnt tatsächlich. Fest der Ahnen.
Der Bruder des Schwiegersohns der Schwester meines Ur-Urgroßvaters war ein Aki-Aki. Dies ist mein Volk. Meine Vorfahren. Mein Zuhause. Zumindest cool. Für die nächsten 24 Stunden. Dann muss ich zurück nach Bespe, mich um Geschäftskram kümmern. Alles klar, vielen Dank für deine unnötige Information, aber ich finde, man sollte immer alles anhören, was die Entwickler in das Spiel eingebaut haben. Die Kiste wissen mehr als mittlerweile sind unnötig, wenn man die kaputt mache. Das Gefährt explodiert nicht einmal, wenn man es abschießt. In welchem Spiel war das nochmal, wo sein Gefährt explodiert, wenn man draufhaut? Er hat jetzt. Der Typ hat immer noch seinen Dameron-Helm dabei, wenn er irgendwo draufhaut. Das ist ja total realistisch. Ganz ehrlich, sowas von realistisch. Ah, Ray, komm mal her, das musst du machen. Aber vorher sprechen wir kurz noch. Vorher sprechen wir noch kurz mit ihm. Wer ist deine Lieblingsfigur? Meine ist. Oh! Der weiße Jedi! Qui-Gon! Qui-Gon! Nein, der junge Padawan. Padakins Freischwalker. Er ist echt putzig. Nein, warte. Es ist der böse Darth Leder. Oder wie wäre es mit dem launischen, erwachsenen Padakin Freischwalker? Aber Obi-Wan gefällt mir auch. Hallo, wie geht es denn so? Aber das heißt doch Hello there. Entweder ist das eine schlechte Übersetzung oder ist es auch in echt so. Also in der Originalversion vom Spiel. Oder warte, es ist natürlich der Held Duke. Okay. Was genau soll ich mir jetzt machen? Komm, Ray, wir probieren mal irgendwas. Auch doch nicht ihn. Oh, witzig. Tschüss. Also. Helm, was genau sollen wir jetzt machen? Komm, C3PO, wir brauchen dich nochmal. 3PO, komm jetzt. Willkommen, Reisender. Ich bin die Hüterin der Aka-Aki-Kinder. Ich soll Ihnen eine Geschichte erzählen. Aber meine kleine Helferin ist leider krank. Die heutige Geschichte ist ihre Lieblingsgeschichte. Aufstieg und Fall des Anakin Skywalker. Ich habe die Namen geändert, damit sie es nicht herausfindet, dass sie wahr ist. Warum fangen wir nicht am Anfang an, als ein Jedi-Ritter namens Qui-Gon Jinn den jungen Padawan Freischwalker traf? Also jetzt wissen wir, dass es Absicht ist. Qui-Gon. Also dann haben wir jetzt hier die Notiz, dass wir zuerst den Qui-Gon brauchen. Wie sieht der Qui-Gon nochmal aus? Qui-Gon ist dieses Pinguin-ähnliche. Mhm. Ja, und was sollen wir damit hin? Hä, wo soll ich das hinlegen? Padawan Anakin? Padawan Anakin ist das ganz kleine Kindle hier. Dann muss das ja praktisch dahin. Gut, halt, ich will kurz das machen jetzt hier. Hey, jetzt ist weg. Gib mir das. Das muss Dona. So. Hä, aber ich verstehe nicht, was die von mir wolle. Egal, jetzt langt's mir. Ich habe keine Lust mehr auf solche Rätsel, wo man nicht weiß, was man überhaupt macht. So. Finde mir schon noch raus. 3PO. Okay, lest euch durch, indem ihr Pause macht. Ich will nämlich jetzt ein bisschen weiter vorankommen. Komm mit.
Ah, hier haben wir so eine Schießübung. Na komm, das können wir ruhig machen. Ich will mal so eine Schießaufgabe machen. Mist. Okay. Oh, mich die eine wieder versaust. Okay. Okay. Hä, das ist ja voll einfach. Mist, okay. Okay, Gold. Vielen Dank, ich weiß es zu schätzen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Dankbarkeit, das war eine tolle Show. Okay, 1600, wir kriegen Geld ohne Kyberkristall. Nein, danke, ich will es nicht nochmal machen, war auf jeden Fall cool. Danke dir. Also mit dir habe ich ja bereits getalkt. So, was mit dir? Dieser eigenartige Einsiedler verdirbt mir die Partylaune. Zottelt mit seiner Maske in der Gegend rum und sagt dauernd, Ochi, hat der Heuschnupfen oder wie? Ich weiß natürlich, wer es ist. Wisst ihr es auch? Schreibt mir es jetzt in die Kommentare. Und lasst gerne Like und ein Abo da und abonniert meinen Kanal. Ja, bitte. Okay, wir probieren es. Dankeschön. Ihr könnt kurz Pause machen, wenn ihr das lesen wollt. Ich glaube, mit Finn komme ich da auch hoch. Dankeschön für die Information. Und Hep. Und tot wäre er jetzt eigentlich. Ja, du bitte. Gab's dich nicht schon auch so in der Form auf Takudana und andere Planeten? Ja, okay. Hier rennen die seltsamsten Typen herum, die ich je gesehen habe. Und ich habe schon Krieger der Ewoks und Duloks gesehen. Die Duloks kenne ich jetzt nicht, aber die Ewoks sind die kleine, pelzige, kleinwüchsige Viecherle. Die so aussehen wie fast Bärle. Ja. Was ist mit dir so? Noch irgendein Hinweis? Einfach Pause machen, genau. Dann kommen wir auch in der Folge ein bisschen schneller voran, wenn wir nicht mit jedem Typ den kompletten Dialog durchlesen, sondern einfach nur kurz angucken. Ich denke, das ist sinnvoll. Ja, bitte. Oh, mir ist so nackt am Hals. Alle anderen Fremden haben diese schicken Halsketten. Wo kriegt man die her? Vielleicht beim Elbewald-Store, falls ihr unbezahlte Werbung wollt. Ja. Schauen wir mal weiter. Ihr müsst doch keine Panik machen. Wenn, dann würde ich euch gleich erschießen und kein Drumherum machen. Wo ist jetzt der 3PO? Eine, die findet. 3PO. Wo ist er? Wo waren wir gerade? Nein, okay, mit der können wir aber trotzdem. Einfach kurz Pause. Ja, alles klar. Einfach kurz Pause machen, falls ihr mit dem Purgel Heidi sprechen wolltet. Ja, mit dir wollte ich sprechen. Einfach auch nochmal Pause machen. Und nochmal Pause machen. So, ich hoffe, ihr konntet den Pause machen und lese Folge. Wenn ja, freut's mich. Wenn nein, ist ja auch egal, weil ihr die Prologe, Dialoge überspringen wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. So. Ja, hier bitte. Mona Calamari, sprich. Ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber ich bin nicht von hier. Doch, ich sieh's.
Die wirken, als wüssten sie mehr. Ja, aber Monika und Amari sind ja nicht da. Fragen wir die Einheimischen. Ja, warum kommt der nicht früher auf die Idee? Als Zeichen meiner Dankbarkeit zerlege ich jetzt deine Theke. Vielen Dank. Da drüben ist wieder dieses blöde Rätsel, wo ich nicht kann. Ja, das können wir irgendwann machen im Collecting Guide. Habe ich euch, glaube ich, schon 150 Mal erzählt, dass ich mir sowas noch mache. Und hopp. Die fliegen jetzt. Ein AA-9 Frachter, Höchstgeschwindigkeit 420. Nambigima. Ihr Name ist Nambigima. Das ist ein schöner Name. Ich bin Ray. Du kannst dich nicht verstecken, Ray. Was? Gefällt dir die Maske nicht? Ich werde dich finden und dann bekehre ich dich zur dunklen Seite. Wir werden sehen. Meine Ritter und ich gehen auf die Jagd nach der Schrottsammlerin. Wir müssen weg. Zurück zum Falken. Sofort. Leia hat mir eine Nachricht geschickt. General Calrissian, wir suchen nach Exegol. Luke und ich verfolgten einen alten Jedi-Jäger, Ochi von Bestun. Er hatte einen Hinweis bei sich, der zu einem der Wegfinder führen könnte. Es wurden nur zwei davon gefertigt. Wir folgten seinem Schiff durch die halbe Galaxis. Es war verlassen, hinter der Schlingerschlucht. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Haben die Verdächtigen gesichtet? Los! Da! Die Speeder! Wir müssen zu Ochis Schiff. Stirb, 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 stirb. So. Oh, die fliegen jetzt. Ja, da hast du recht. Die fliegen jetzt. Oh ja. Die Kohlköpfe fliegen jetzt. Schön aufpassen. Ah, cool, ich kann auch so ein bisschen lenken, aber dabei sollte ich mich eher auf die Minikits fokussieren. Wieder einer weniger. Ah, cool, den haben wir jetzt. Bumm, jawohl. Ganz ruhig, 3PO. Ich bring uns hier raus. Dieser Satz klingt für mich nicht so beruhigend, wie wir denken. Okay, hab ich das? Minikit. Ja, die Minikits in Flugmissionen sind eigentlich ziemlich einfach zu bekommen, wenn man sich gut konzentriert. Sinkende Felder! Haltet euch an irgendwas fest! Wird das denn nie ein Ende haben? Oh, nein! Wo sind die anderen? Suchen wir sie. Ah, cool, die Mission ist schon zu Ende. Die fliegen jetzt. Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Steinchen gesammelt, haben wir sehr viel. Schade, dass wir das letzte Minikit nicht gekriegt haben, aber das habe ich wohl verpeilt. Wahrer Jedi. Ja, und irgendwas mit einer halben Million Herausforderung haben wir null gemeistert. Minikits haben wir, glaube ich, jetzt dann vier. Was das noch? Ich könnte, das könnte, glaube ich, die Night Berserk sein, wenn ich mich nicht weiß, aber von der Ritter der Ren vielleicht das Schiff, aber da bin ich mir nicht sicher, also dazu gibt es kein Gewehr. Lando Calrissian Einsiedler, Lando Calrissian Episode 9. Das war's.
So. Dann hoffe ich mal. Sie müssen irgendwo in diesen Tunneln sein. Wir werden sie finden. Ganz sicher. Ja, dann würde ich sagen, hoffentlich hat euch meine Folge gefallen. Ja. Finn! Oh! Nach mir haben sie nicht gerufen, aber es gibt. Ja, ich finde es nicht okay, dass er ihn diskriminiert. Nur weil er Druide ist. So geht's nicht. So geht's nicht. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht. Oh, kannst du mir helfen, darüber zu kommen? Bist du jetzt noch 2 Minuten dranbleiben? Ah, Moment, ich brauche ich echt dich? Meine Güte. Und von mir aus können wir auch. Hä? Du sagst mir, ich soll. Ja, da. Alles so, als hätte sich der Boden eben nicht bewegt. Er hat sich bewegt. Klappe 3PO. Ey, jetzt langt's aber mal hier. Achso, da kommen wir her. Ja, okay, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge habe ich vielleicht eine Idee, wie wir da hochkomme. Vielleicht müssen wir ja auch dich hier dranhängen und Ray kann dann. Und Ray kann somit da hochklettern. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Möge die Macht mit euch sein. Und bis dahin. Tschüss.